Willkommen, mein Kanal, ihr Lieben. Heute geht es wieder auf Schachttour. Betone Schacht, weil wir heute einen Schacht uns abseilen werden. Schauen wir mal, wie tief es runter geht. Ursprünglich war er an die 600 Meter. So, jetzt sind wir am Objekt angekommen. So, da machen wir jetzt hoch und gucken wir mal runter. So, Robin, machen wir auf. Ich komme hinterher. Nee, ich habe nicht geguckt. So, gehen wir mal hier rein. Hier war die Elektrik. Ja, das war der Förderturm anscheinend hier, ne? Schön. Hier hast du die riesen Haspel. Das ist ja schon mal richtig geil, ne? Die riesen Haspel, die dann das Seil hoch und runter transportiert hat. Wahnsinn. Und das hier war der Maschinenraum. Da saß dann einer drinne und hat das alles gesteuert hier mit seinen Anzeigen. Ich habe das alles gesehen. Irre. So, und da geht es noch nicht hoch. Da hängen noch Winde dran. Verrückt. Rot, dann kommt aber immer weg. So, schau mal an. Dann machen wir mal hier runter. Kannst du mit Rucksack runter. Ist no problem. Hier sind noch ein paar Stahlseile. Hier ein paar alte. Oder Meldekabel. Schaut mal hier, ob es noch alte Haspel, Stahlseil. Ich glaube, das sind Seile. Ja, hier ging das Seil runter, hier vorne. Hier ist die hydraulische Anlage. Hier waren die Kolbe-Diebe schon unterwegs. Du hast nur einen leichten Weg genommen, hä? Ja. Ja. Und hier ging das Seil irgendwo gerade runter. Fast 600 Meter in die Tiefe. So. Genau. Mal aufmachen. Aha. So. Die Bandschlinge, das ist gefährlich. Ja. So, jetzt machen wir hier mal ein paar Meter runter. Deswegen müssen wir uns hier vielleicht noch mal sichern, weil der Fischbogen ist. Na, die Bleche, die haben. Ja, die Bleche ist einfach nicht der ganze Zeit weg. Deswegen irgendwo noch mal sichern, das Bleche kacke. Oder halt hier drauf festhalten am Ding. Ja, das ist rund betoniert hier und ausgemauert. So, hier ist das Netz. Ja, warte mal kurz. Das Ding aushängen, hier mit Bandschlinge hängen. Genau, deswegen hältst du dich mal bitte hier an der Seite fest. So. Ja.
Ja, in der Mitte hast du praktisch das Holzgestell. Ach, und da ein bisschen Blech müssen wir bloß. Ja, das ist schon. Ach so. So, und jetzt gehen wir doch hier einbauen. Guck, da müssen wir uns hier sichern. Fünf Anschläge. Ja. Na, du musst dich jetzt dorthin setzen. Du setzt dich jetzt dorthin und sicherst dich mit der Bandschlinge am Holz. Richtig. Dann mache ich hier erstmal eine Bandschlinge da einfach erstmal an den Gelenk. Genau. Erstmal den Kopf gesichert hier. Bis hinüber. Hm. Dann nehme ich die Arme ab, mache die wieder raus. Ja, genau. Das erstmal hängen. Hm. So, und das mache ich jetzt erstmal ganz kurz. Du kannst da so über die Hölzer runter, aber das ist schon ein wenig irre. Unangehängt. Also über die Hölzer? Hm? Nee, aber könnte es da. Also wie es hier aussieht, das sind schon welche drauf rumgestiefelt. Das ist Dummheit, ja, unangehängt Leute hier ran und dann einfach hier irgendwie runterkrabbeln. Ja, na hier muss anhängen am Stahlträger. Reicht der Deichschlinge? So. So, machen wir ein Licht. Schau mal. So, ich guck, wir haben hier ein kleines Löchel, ein kleines Schächtel. Und dann müssen wir mal runter gucken. So, genau, jetzt passt noch eine Probe. Jetzt machst du mir einen Hebel, lässt sich mir noch runter, bis es straff ist. Genau. Okay, ist gut. So. So. Achtung, jetzt zieht es mich schon mal. Hm? Das bläht, ne? Ja, das muss man noch ein wenig. Soll ich dich weghalten? Nein, nein, jetzt schau mal. Hm? Soll ich hängen? Hm? Aber ich bin noch nicht drin. Mach langsam in den Hebel. So? Da muss ich noch was machen, dass das Seil noch ein wenig. Hm? So, warte. Jetzt muss ich mich aushängen, sonst. Wie mache ich hier einen Kanten schon oder nein, gleich? Ja, ich hänge jetzt schon dran, ne? Ja. Oder? Gehen wir mal auf den Balken. Ja, gehen wir noch, wir brauchen hier noch runter. Stehst du auf dem Balken? Ja, ich steh auf dem Balken. Aber wie machen wir das dann? Wenn Eis. Na, den schiebst du hoch halt. Nee, ich meine, dass der die Gräser genau dem. Ja, das letzte Stück. Ach so. Aber ich hänge, das ist gut. Und das tust du hier, das tust du einfach mal suchen. So, dann macht man hier ein Seil schon. Nein, du musst mir mithelfen. Wenn umlegen. So. Gut. So. Und jetzt gehst du weiter. Jetzt geh ich mal vor Achtung. So. Hand immer schön hier dran, ne? Hm, genau. Schön. Zieht sich halt so ein bisschen rum, aber es macht nichts. Langsam, ja. Krass. Hat aber auch schon ein paar Scheuerstellen, dein Kollege, dein Sei. Was? Hat auch schon ein paar Scheuerstellen. Ja. So. Es zieht sich halt in Richtung. Hm, das hätten wir halt vorhin nicht gehabt, das Problem. Ja, aber. Ach, das haben wir einfach. Warte, ich mach mal ein Bild. Ja? Ich muss mal ganz schnell das Ding abwärts. Abwärts. Schaut euch das an, Leute. Geht's 15, 20 Meter runter? Und? Siehst du Loch? Ja. So. Alles safe. Schaut mal hier runter. Absoluter Wahnsinn. Da machen wir jetzt runter. Sei schon was drin. Nee, lass das mit dem Fußboden. Hä? Ja. Hier? Ach du Scheiße. Hier? Gut?
Ja, das zieht voll an der Seite an. Aber alles safe. Lampe hängen. Abwärts. Ha? Lampe nach oben. So? So? Besser ist, weil der Boden ist. Klar. Einfach ja, weil das wegen überhängt. Einmal frei. Ja. Ach, hier war es dort rein. Aber warum jetzt hier hoch? Die Gänge hier sind richtig höher. So, hier kann ich mich erstmal raufsetzen, Junge. So, schau mal rauf. Ach du Sau. Hier. Ja, guckt an. Ohne Kletterzeug wäre es irre. Jetzt sind wir hier unten, da ist schon zu. Und hier geht es noch ein paar Meter runter. Warte mal, ich mach's mal runter. Aber Seil reicht jetzt zum Runterkommen, ne? Ja, ja, das ist alles so. Ich hab leider rechts Seil genommen, aber viele Seile nur übrig. Also, ich hab ein Seil geschafft. Na, wir haben es ja wegen höher eingehängt. So. Oh. Ja, vor allen Dingen, die Lampe, das ist richtig blöd hier. Ich hab gesagt, die brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst eine Schuhe, du hast die Kopflampe. Und die Lampe hast du dann immer, wenn der unten ist. Ja, weil die dann nur im Weg hängen. Und jetzt hier beim Ausbau muss er auf mindestens bis dahin auf dich stehen. Ja. Weil, wie gesagt, der Fußboden ist alles so, was ich hier. Das ist auch nicht. So? Ich jetzt alle so richtig der Wolke hier. Nee, lass nach. Mach mal nicht. So. Das geht nix. Oh, das geht doch. Du mal weg. Ja? So. Ach du Sau. Das ist der Förderkorb hier. Und von da oben kommen wir runter. Da geht in die Richtung in Gang. Und hier hinten auch in Gang. So, jetzt gehen wir langsam mit dem Seil hier zurück. So, ich hänge mich aus, ich mache erstmal vorne. Ja, der Schacht. Gehen wir erstmal zurück. So. Und wenn wir rüberlaufen, müssen wir auf dem Gleis drüber laufen. Dann geht's auch. Hier ist der Förderkorb. Schaut euch das an, das ist irre. Ja. Da hängt auch Captain Hooks Haken. So, da bauen wir uns mal aus. Und so alles. Ich hab nicht vergessen, das Ding mit Schlange zu machen, ne? Weil es ach so, ja, sonst Problem, ja. So. Ach, das Seil ist aber gut, wenn es festgebunden ist. Du weißt, wenn es jemand hochziehen will. Ja, guck mal, schau dir das, wie es so verfüllt haben. Schau mal, das wäre so geil, wenn es hier weitergegangen wäre. Ah, das war früher der Eingang hier. Der seitliche Eingang. Nee. Oh ja. Der Eingang war hier hinten. Nein, da war die in die Richtung. Aber es verfüllt, ne? Doch, da möchte ich mal wissen. Ha. Ja. Weil so kriegst du es uns nie so hoch. Hier, hier seht ihr die komplette Gleisanlage. Hier ist ein Winter. Das denke ich mal noch wegen Technik. Das ist voll. Eine Winter. Also mir gefällt es. So, dann machen wir mal hier hinter vorsichtig an den tiefen Schacht vorbei. Guck, hier ist ein Marder hin. Die waren hier knapp 600 Meter drin in der Erde. Und ab 100 Meter, wir können schon hier vorsichtig hinlegen. Und gucken wir mal, was sieht. Ab 100 Meter oder so ist Wasser. Seht ihr da unten? Ach du Sau.
Guck mal, Robin, wie tief. Nee, aber hier, wir sind auf dem Gleis. Guck mal, nur noch 100 Meter ungefähr kommt Wasser. Aber es gibt leider keinen seitlichen Abgang mehr auf dieser Strecke. Hier sind die Türen. Die wurden dann geschlossen. Hier. Geil, oder? Hier hast du wie ein kleines Maschinenhaus. Ein kleines Maschinenhaus noch. Und sogar mit Heizkörper zum Aufwärmen, eine kleine Kaue. Und auch hier die Gleise. Und wie das verbaut ist, ne, wie die Ziege. Ich mache dann auch so noch ein paar Bilder. Ich mache es mal so. Das muss man filmen und festhalten. Aber das hält alles stand. Ja. Und der Felsen drückt ganz schön. Schreibt's mal in die Kommentare, was das hier sind. Das sind Filterkartuschen, oder? Täuscht mich, das schreibt's bitte mal rein, was das ist. Hier liegt noch ein Hund. Ein Hund liegt hier noch. Und hier hast du schon einen Behälter, einen Tank. Guck, hier ein Hund hin. Guck, da vorne ist der Eingang. Der ist, ja, den zeigen wir, ne? Ja. Oh, das stinkt eklig. Schnell durch hier. Gefährlich. Und wieder zu. Ja, stimmt. Ja, du hast Nest gemacht, ne? Die ist über uns sehr, sehr, sehr gefährlich. Ja. Ah, da hinten werden wir nicht durch, da kommen wir nicht durch. Nein. Haben sie eigentlich dann irgendwo verfehlt, ne? Ja. Ach ja, oder ist Ei gebrochen hier? Ich denke, es ist hier Ei gebrochen. Mhm. Naja. Viele sieht man nicht, aber es ist interessant. Ja. Oh, hier, irre. Hier sind wie Eisenbahnschienen geschwungen, ne? Hm? Nein, Biegemaschinen. Guck, und da vorne ist der Eingang, der von außen zu ist. Genau, hier ist einfach früher reingerannt. Aber es geht jetzt nicht mehr. Mit Blechen gesichert von oben und die Förster trägt nach unten. Das ist der Wahnsinn. Hä? Ja. Dann haben sie halt überall Kabel abisoliert. Hier ist Hund. Aber ist alles voll mit den Lebensrettern oder Selbstretter sind das, ne? Wenn es so. Ja, das sieht auch richtig geil aus. Schau mal an hier. Hier, Robin, guck, das sieht gut aus. Ja. So. Richtig. Hier ein Hund. Da geht's halt vorne. Ja, pst, am Ausgang. Guck, hier hast du noch von weiter oben ein Verladeding. Also war oben weiter drüber auch noch was. Mit hydraulisch sogar schon, ne? Ja, das war ja ein Name-Range. Trotzdem ist das gerade, guck mal, wie rostig das ist. Ja, schau mal. Wahnsinn. Schau mal. Hier ist halt die rechte Frage. Nö, das haben sie mit Beton zugemacht. Sah richtig
ey, da irgendwelche Kinder abstürzen. Gleich Beton. Du kannst halt hier einfach rein. L-Profile nachgestellt. Sicher, sicher. Immer wieder Stahl davor. Große ja. Und immer wieder aufgeschnitten. Hm, das haben sie früher war hier, kannst du hier rein. Guck, die Sau unten durch, haben sich unten durchgezwängt, manche. Aber wie gesagt, ist sicher, sicher, dass du bist. Wenn man weiß, dass da hinten über 100 Meter noch zur Wasser runter geht und 500 Meter. Wie soll denn da mal vorhin so genäht werden? Geht's blub, weg ist er. Hm. Hier ist kein Schienen noch, ganz weich. Hier Luftrohr. Guck mal hier. Ich glaube, das war zur Gottesblitzbombe. Das war die Entwässerung hier. Villa Felsen drückt echt, guck mal hier. Die Decke. Villa Felsen hier drückt, wie der das verdrückt hat. Ja, das war die Pumpe, die was in der Woche was gefunden haben. Genau, und das Wasser war auch warm. Es war 28 Grad. Da konnte man früher in der Jugendzeit baden drin. Und hier sieht man das. Das scheint, der Robin hat recht, das Lebensretter sind es wahrscheinlich. Ja, und hier war das große Wasserbecken, wo sich das ganze Pumpenwasser von den ganzen Strecken. Guck, das waren 1, 2, 3, 4, 5 Pumpen. Haben alle hier ins Becken entwässert. Ne, ihr seht's. Und dann ist es hier. Das hat ja Gefälle davor. So, ja. Und dann ist es ausgelaufen. Genau, das ist mit Gefällen hier rausgelaufen. Und es waren 5 Pumpen. 300 Rohre, schätze ich. Da könnt ihr euch vorstellen, was für ein enormer Stromverbrauch das war. Ja, deswegen haben sie ja alle Pumpen ausgemacht. Ja. Das, aber es hätten wir noch in Betrieb lassen können. Das wäre so eine schöne Attraktion. Baden unter Tage. Ja, Besucherberge baden unter Tage einfahren. Und ja, wie gesagt, die Pumpen könnte man ja mit Solar machen oder mit Windrädern. Das ist alles möglich, aber schade. Und hier hast du halt verschiedene Regeeinheiten. Wenn hier ein Hund da war, dann hat es hier praktisch angezeigt, dass hier ein Hund steht. Und da wurde dann hydraulisch hier rein bewegt. Ja, und wie gesagt, Ketten, ne? Ja. Ja. Na, halt reingeschoben worden. Das ging aber alles vollautomatisch. Ja, hier mit der Winde, guck hier. Hier war die Winde. Ja. Ja, oder mit der Winde, Yes. Hier ist noch eine Winde, guck dir mal die Lager an hier. So. Das kann sein, dass du da mit reingezogen haben, hast du recht. Da war eine hier drauf und eine hier drauf. Aber wo dieser Gang hingeht, ne? Das war eine Herbststrecke, die haben sie leider auf den Verbrauchern verpult. Ja. Und das wäre also eigentlich richtig interessant, wenn es hier noch reingeht. Ja. Und hier sind noch alte Dokumente. Guck, hier gehen noch alte rostige Leiter hoch. Das sieht so aus, wie wenn hier schon welche hoch sind, guck mal. Also die ist schon irre. Guck mal, das ist nichts. Ja. Ne, guck mal, die sind schon welche hoch, da bin ich mir sicher. Ja. Aber das sind wirklich Kranke. Guck mal, die Leiter auch, da oben der erste Spross ist schon durchgebrochen. Ne. Vor allem hier, der nee. Deckel. Ah. Das ist hier ganz schön. Ne, das leben wir safer mit unseren Seilen, ne? Ja. Wir gucken mal, ob wir drüben uns noch mal flach hinlegen können und noch einmal das mal runterfilmen können. Oder mal hängen wir uns hier an dem Seil ein und gucken mal hier rein. Nee. Wir können uns die Haube vorne hinlegen, guck. Pass auf, komm mit. Ja, schon. Hier bei den Gleisen, da ist stark genug. Aber warum denn hier unten noch eine große Kürzkammer? So, jetzt gucken wir mal. Legen wir uns mal ganz flach hierher. Halt mich am Fuß fest. So? Oh, ich sehe kein Ende da unten. Vielleicht reichen da gar keine 100 Meter bis zur Wasserlinie. Oh ja. Das ist wirklich der. Hier, dann machen wir mal, starten wir mal die Anlage. Ja, Robin, gucken wir mal. Scheiße. Funktioniert. Ja, da hat wieder irgendeiner die Sicherung rausgekriegt. Verdammt noch eins. Schade. Na hier, vielleicht müssen wir die einführen. Dann geht alles wieder. Naja.
Ne? Hier, guck ich. Hier, hier seht ihr die Kabeldiebe. Aber die haben nicht gewusst, dass es Alu ist. Lohnt sich nicht. Ja, die Dinger. Nur eine Schach, ja, die Dinger. Aber ja. Macht mal. Lass nee. Mal sowieso. Ja, alles zerstören und. Wie kommen wir denn hier drauf? Auf die Brücke herum. Na, mit dem Seil. So Flaschenzug kannst du dich hochziehen. Ja, aber du musst ja irgendwie. Du sollst doch das Regeln, dass man da. Aber das ist ein bisschen. Ach, hier war eine dran, gut. Nee, hier, hier war eine Pferde dran, wissen Sie? Ja, aber guck, funktioniert ja noch. Warte mal, wo zieht's hoch? Da. Mokka, hier kannst du runterziehen. Ach, das ist alles vereist, Elfer. Schade, dass die Halbstrecke zu ist. Ja, richtig fett. Naja. Dann mach ich wieder hoch. Machst du zuerst hoch und machst ein paar Bilder von mir, okay? Ja, und dann. Oh, ja, ne, ich kann ja hier. Müssen wir das Ding wieder abmachen, ja? Weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Mhm. Kann man nämlich dann umstellen und feststellen, ob scheiße sein geworden ist. Ja. Wie sollen wir denn jetzt 20 Meter unter Erde in den alten Schacht? Heute mal kein Stollen. Nee. Ein Schacht. Jetzt ziehe ich das Seil mal kurz mit durch, dann geht's genau, einfach. Genau, ja, am Anfang ist das immer ein wenig. Warte, wenn ich einmal drinnen hänge. Hm. So, jetzt. Pass auf, Kopf. Ja, ja. Ja, aber das reicht schon, wenn du keinen Helm auf hast. Du rammst einen Eisenträger dann, mach das hat man ja immer. Einen Helm hat man ja immer. Ja. Guck, genau. Kannst du hier an den Eisen abstützen? Opf. Okay, wegen gleich. Ja, dann flicken Helm. Du stehst zwar hier beschissen, ne? Nein, ich stehe hier an der Kante. Ja, ja, alles gut. Lass mal, reicht. Hm? Gut, läuft nicht. Das ziehen wir mal den Stoff hier. So. Hopf! Hopf! Geh weg? Ja, also bloß wegen Rost. Rostschlamm. Achtung hin! Reisegruppe verrückt! Aber Robin, ich habe das Video gezeigt. Hast du die Verrückten gesehen, getaucht sind mit Schnur? Nee, also ich habe ein bisschen verzeiht. Ganz krasse Typen. Ach, es war auf Arbeit gut. Ja. Wo machst du jetzt auch noch andere Schichten oder was? Nee. Hä? Hast du jetzt auch noch andere Schichten? Nee, ja, noch früh. Ja. So? Warte, ja, ich mach. Das letzte Mal dynamisches Seil. Hast du dich hier so gezogen? Ja. Hast du gezogen, hast das Seil gezogen und bist 10 cm hoch. Höchstens. Du hast gekommen. So, guck runter. Gut. Weiter. Gut. Ja, weiter. Ihr seht, das ist ein ganz schöner Kraftakt, hier hoch sich zu kämpfen. Das sieht leichter aus wie getan. Aber man wird immer besser. Man muss halt dranbleiben. Dann klappt es auch. Ich gehe mal ein bisschen zurück hier, weil hier ganz schön ekliges Gelump kommt. Hopf! Ja? Genau, Fuß hoch, heben und umziehen, genau. Und das immer im Wechsel. So, ich mach mal aus und ich melde mich gleich wieder, wenn er oben ist. Und ich mich eingehängt habe. Alte Rohrscheile vom Lager. Hört mal, ich hau dich jetzt hier rein. Achtung. Und? Was sagt ihr? Ist schon tief. Ihr seht's? Ja. Nein, warte, ich mach los. Wie hättest du es eingebaut? Na, lass nach, komm mal, ich komme jetzt. So, ihr seht? Nee, ich häng dran. Gut. Ich steige. So. Nee. So, Fußschleife hier rein. Warte mal. Komm schon. So, eingehängt.
So, schön drinnen. So, ich hänge. Ich komme. Uppa. Ja. Aber 100 Meter will ich ja nicht hoch. Oh, Fischer Kraftakt. Was? Ja. Alles gut. Was? Hä? Ja, jetzt mal so. Ja, komm. Oh. Ja. Ja, ciao. Oh. Glaube ich. Ich nehme die Leiter. Nee, nee. Oh, immer noch 5 Meter. 5, 6 Meter. Machen wir ein paar Bilder. Ja. Ha. Ja, ist schon okay. Aber wir müssen nur öfters üben. Ha. Ja, ist schon. Das Bretter hier. Alles gut. Puh.
Ja. Und dreimal, viermal so anstrengend, dass es nicht schwer wird. Mindestens. Das kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt habe ich es gleich geschafft. Oh, Leute, der letzte Blick nach unten. Da kommen wir hoch und hier sind wir am Ende. Hast du mir das Ding ausgepackt? Dass du noch nicht hochschieben kannst? Ja, warte mal. Du warst hier noch. Ich hier mal. Warte mal, ich muss erstmal das Seil wieder hochziehen. Ich mach's mal höher. Ich kann mir vorstellen, jetzt kommt der Förderkorb gefahren. Ja. So, zeigst du schon ein, dass du drinnen hängst irgendwo. Und ich schlüpfe. Guck, ich hänge hier drin. Kann nichts passieren. Ich mache es hier einfach hoch. Ja, du musst das jetzt eben selber. Du musst trotzdem das Ding nochmal einhängen. Was willst du machen? Ich hänge doch in den Ding. Ich hänge doch einen Abseilautomat. Ja, das ist ja super, wenn du das Seil immer schaffst. Ja. Und du schaust jetzt nicht Seil, dass du kriegst. So, ich hab's geschafft. Erstmal gut. Hoch. Wie die Giraffen. Wie der Affen. Lauf du es, ja. No problem. Oh. Das ist auch alles Kupfer, warum ist das noch nicht klein? Ja. Guck mal, alles Kupfer. Ja. Krass. Das könnte mein Job sein. Ja. Wir sind ja keine Bullmetalldiebe. Nee. So, jetzt sind wir hier oben, Leute. Das war es da dann schon gewesen. Ne? So. Licht aus. Dann melde ich mich mal ab. War eine wunderschöne Abseilaktion wieder. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Lasst mal ein Like da, ein Abo, um nichts Schönes zu verpassen. Macht's gut.